Herzlich willkommen zurück zu Let's Play To The Moon. Im letzten Part haben wir die Story gestartet. Wir sind Dr. Nee Watts momentan, haben die Kinder mitgenommen, die uns zum Leuchtturm geführt haben, denn sie wollten uns hier irgendwelche Sachen zeigen. Die Story ist noch sehr, sehr verworren. Wir wissen eigentlich noch relativ wenig. Moment, was ist da drüben? Das da? In Gedenken an River E. Wiles. River Wiles, War sie Johns Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchtturm ist gleich da vorne. John ist unser Patient. Wir sind nämlich spezielle Doktoren. Wir wissen selber noch nicht so genau, was wir tun. Aber, ja, wer den letzten Part verpasst hat, der muss unbedingt reinschauen, damit er checkt, was hier gerade abgeht. So, wir marschieren jetzt. Gott, gibt's ja keinen Aufzug. Gott, ein bisschen Sport machen tut doch nicht. Und gut, okay, hallo. Da sind sie! Oh ja, diese Plüschhäschen haben wir auch letztes Mal schon erhalten, hä? Ein mehrfarbiger Papierhase. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche da waren. Oh ja, Johnny muss nochmal hier gewesen sein, bevor er wieder krank wurde. Zwei Farben, hm? Bin ich eigentlich der Einzige, der von diesen Dingern eine Gänsehaut kriegt? Sind sie? Yep. Oh mein Gott. Was zum? Da ruft mich jemand an. Guter Klingelton. Ah, das hätte ich ahnen können. Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Bla, bla, bla. Gute Konversation. Na gut, Abmarsch. Was den Hasen angeht, wir nehmen ihn natürlich mit. Man kann ja nie wissen. Aber was hat's mit diesen Hasen auf sich? Oh, wir sind wieder zurück. Was zum Kaktus hast du getrieben, du Hund? Ameisen verkorkelt. Mit meiner Lupe. Nicht schlecht. Mit Mondlicht? Okay, dann hab ich eben geschlafen. Mein Gott, ein Klugscheißer zu sein war auch schon mal einfacher. Den zweiten Teil kriegst du schon ganz überzeugend hin. Dein Helm liegt auf der Couch. Setz ihn auf. Wir gehen rein. Ja. Wo ist die Couch? Wo ist die scheiß Couch? Bin ich gerade dumm oder meint sie das Bett? Ne, ist ohne Spaß. Was meint sie? Hilf mir. Wo ist die Couch? Oder... Hilfe. Übrigens, entschuldigen Sie meine Neugier. Wie funktioniert das? Schreiben Sie ihm einfach ein neues Leben? Wir wissen, unsere Kunden geht's nicht so gut. Also. Oh, natürlich. Tut mir leid. Machen Sie weiter. Wo ist... Nur zu. Ich werde seine Werte während der Prozedur überwachen. Wo ist die Couch? Ach, hier! Initiieren. Ach, das ist die Couch. Ja, danke. Das war gerade random. Alles klar, jetzt geht's los. Wir sind echt übelst high-tech. Ah, das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Wir sind jetzt in seinen Gedanken höchstwahrscheinlich. Deaktiviere die Sprache für alle außer Johnny. Fertig, schnappen wir ihn uns. Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit dem Mauszeiger im oberen Bildschirmbereich anzeigen. Ja, wir sind jetzt momentan eigentlich fast... Wir sind vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage drunter. So, dann werden wir jetzt... Die Bilder hängen nicht da. Erinnert sich nicht an sie, oder wie? Erinnert sich an echt sehr, sehr wenig. Kann ich irgendwas durchsuchen? Das Piano. Für River. Johnny H. Wiles. Was ist denn das für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. Okay.
Mysterious. Wir können auch nicht überall hin. Ich weiß nicht, wir können echt nicht so viel machen. Hier draußen anscheinend auch nichts. Vielleicht können wir zum Leuchtturm. Ein Versuch, das ist wert. Okay. Da stehen sie ja. Beziehungsweise er und Johnny. Wer ist sie? Ist es die Pflegerin, Lilly? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Mein Name ist Dr. Eva Rosaline. Und das ist Dr. von Matterhorn. Dr. Lorenzo von Matterhorn. Dr. Newbots. Oh! Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Also, Sie beide sind von der Agentur? Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Aber bitte Jasmin. Lilly. Nun, um genau zu sein, haben Sie uns bereits angerufen. Oh, er hat sie gerade gelöscht. Boah. Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Vorsicht, wenn Sie von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Hüte deine Zunge, Neil. Zeig etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist seine letzte erreichbare Erinnerung und wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir sie einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Er checkt natürlich nichts. Ist natürlich auch logisch. Sie sind hier, um mich zum Mond zu bringen, nicht wahr? Ja, John. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussieht. Also, können Sie das? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht, aber Sie selbst können es vielleicht. Warum wollen Sie dorthin? Ich weiß es nicht. Keine Sorge, Sie können es uns ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir Ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm, das Geld? Es muss doch einen Grund geben. Tut mir leid, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich will es einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Auftrag hassen werde. Nun gut, Johnny, ich erkläre Ihnen, was wir tun werden. Wir müssen in Ihre Kindheitserinnerungen gelangen. Die liegt weit zurück, zu weit für einen einzigen Erinnerungssprung. Deshalb werden wir schrittweise durch Ihre Erinnerungen in die Vergangenheit reisen. Sie haben uns dafür in naher Zukunft schon die Erlaubnis gegeben. Sobald wir einen direkten Zugang zu Ihren Kindheitserinnerungen hergestellt haben, kehren wir hierher zurück. Dann kommt der Moment, an dem Sie uns helfen müssen, Ihre Kindheit so zu beeinflussen, dass Sie später Astronaut werden. Oder sich einen Riesenkatapult besorgen. Ja, das möchte... Ja. Klar ist aber, Sie müssen mehr dafür tun, als ich weiß es nicht zu sagen. Solange Sie mich zum Mond bringen, werde ich tun, was ich kann. Gut. Folgendes. Um in die Vergangenheit zu springen, brauchen wir ein Memento. Ein Gegenstand, der für Sie einen hohen Erinnerungswert hat. Haben Sie da etwas für uns? Ah, das sollte gehen. Nun sollen wir... Ladies first. Ah ja. Jetzt gehen wir... Notiz Mond erhalten. Wir müssen zuerst das Memento vorbereiten. Cool. So, jetzt kommt ein kleines Minispiel. Memento vervollständigen. Kugeln anklicken, um Elemente zu drehen. Jetzt müssen wir halt alles Weiße wegbekommen und so transparent machen. Wir haben zwei Züge, also ideal sind zwei, man kann es in zwei Zügen schaffen. Aktuell haben wir nur im Gesamten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier drücken, würde das hier alles gehen, aber jetzt sind erstmal nur noch die, weil das ein Tutorial ist, verfügbar. Das heißt, wenn wir das hier drücken,
würde sich halt die ganze Reihe jetzt so bewegen. Und jetzt halt noch das. Also das erste ist relativ simpel. Aber das wird auch noch schwieriger. Also das ist ein schönes Minispiel zwischen der Story. Das Memento kann jetzt zum Gedächtnissprung aktiviert werden. Ja, dann wollen wir doch gleich mal rein. Ja. Moment, was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen, sie so wenig wie möglich zu verletzen. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Jetzt sind wir in den Erinnerungen dieses Kaninchens. Beziehungsweise in... Ja, ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Wir sind jetzt halt einfach ein bisschen weiter zurück. Jetzt sehen wir den Raum voller Papierhasen. Das ist immer noch das Haus. Nur jetzt sind die... Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt sind die Möbel weg. Jetzt ist alles voller Hasen. Und natürlich der Haupthase, der blau-gelbe. Die anderen sind nur noch verblasst. Schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre nervig, gesehen zu werden. Ja, ja, zufrieden. Die Melodie ist cool. Die mag ich echt. Ach du Schande, ich habe völlig vergessen, ihn zu fragen, was es mit den ganzen Hasen auf sich hat. Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seiner Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Was zum... Hat er mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerungen jetzt. Oh, erraged! Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Was? Ja, gut. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. So. Jetzt müssen wir Mementos finden. Das erste wird wahrscheinlich hier sein. Ein mehrfarbiger Hase aus Papier. Na, bist du nicht was Besonderes? Hast zwei Farben, während all deine Kollegen aussehen, als hätten sie im Bleichmittel gebadet. Wie bitte? Du glaubst wohl, du bist besonders gruselig. Nun ja, da stimme ich dazu. So, das ist das erste. Wäre noch irgendwas? Ich denke nicht. Halt, hier war was. Na gut, gehen wir halt hoch. War wohl doch nichts. Was mit ihm hier? Hallo. Grüezi. Aha. Was ist das? Ein Glas eingelegte Oliven. Bah, ich hasse dieses Zeug. Was gibt's daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das! Ich bin auf jeden Fall auf seiner Seite. Ich hasse Oliven genauso. Ein altgeflickter Rucksack. Stammt der aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Okay, das ist kein Memento. Was können wir hier machen? Eine Auswahl medizinischer Fachzeitschriften. Unnötig. Was ist das hier? Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Ah, das ist ein Memento. Okay. Frische Wildblumen. Geil. Lass es. Wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jener Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Oh. Ja, nett. Darf ich jetzt den Rucksack aktivieren? Nee, der Rucksack ist keins, okay. Die Uhr vielleicht. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Notiz Uhr erhalten. Also das heißt, die Zeit steht momentan still. So, wenn wir das jetzt haben, können wir, glaube ich, zurück. Regenschirm jetzt benutzen. Ach, der Regenschirm ist das Hauptmemento. Und hier können wir dann... Ja, da müssen wir dann alle einsetzen und danach können wir weiterreisen. Hadouken! Was zum... War das? Was? Genug davon. Ab jetzt übernehme ich das Schmettern der Barrieren. Ja. Vorbereiten. Wir müssen weiter. Wir haben jetzt hier nicht so viel gefunden. Jetzt können wir auch diagonal aktivieren. Ja, ja.
weiß es ehrlich gesagt nicht. Ideal wären 3. Ja, das wäre schon wichtig, aber wann? Ah, ich hab's doch jetzt. Dann das. Und danach das, genau. So schwer war's doch gar nicht. Aktivieren. Jetzt sind wir hier. Okay. Hi. Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht es eher so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Memento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. Dann. Ah, deswegen ist das jetzt das Memento. In Gedenken an River E. Wilds. Ach, er ist jetzt beim Grab. Okay. Aber wir können hier nicht raus, dann gehen wir in den Leuchtturm rein. Ganz simpel. Jetzt werden 3 Memento-Links benötigt, um fortzuschreiten. Okay, was können wir noch tun? Nochmal. Schade. Kann ich jetzt hier runter, oder wie? Sieht's aus. Nein, kann ich nicht. Und mit was kann ich jetzt bitte interagieren? Ich habe nämlich nichts. Ich weiß echt nicht. Ah, mit dem Plüschding da. Ein altes Plüschschnabeltier. Ernsthaft, dieses Tier sollte nicht das Recht haben zu existieren. Die Welt ist nicht groß genug für 2 von eurer Sorte. Oh je. Jetzt habe ich irgendwie 3, ne? Ja, das waren nämlich 2. Es ist fertig, River. Wie du, so kann auch ich nun jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr alleine sein. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum, aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher, auch Anya ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin, wer wird dann über uns wachen? Sie hat sich gerade aktiviert, habe ich das Gefühl. So dass er sie sehen kann, oder? Wer sind sie? Ja. Mein Name ist Eva. Ich komme nur zufällig vorbei. War sie ihre Frau? Ja, ihr Name war River. Ein außergewöhnlicher Name. River, wie der Fluss. Das hätte nicht passieren müssen. Hm? Sie hätte es nicht tun müssen. Aber sie würden es nicht verstehen. Ich verstehe es ja selbst nicht einmal. Wir wissen noch nicht sehr viel über sein Leben und warum er unbedingt zum Mond will. Was mit River geschehen ist. Notiz Anya erhalten. Naja, mal schauen, ob die Hasen jetzt immer noch im Leuchtturm liegen. Nein. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich dachte schon, du wärst von der Klippe gefallen. Was hast du getrieben? Den Ausblick genossen. Was sonst? Fortschritte gemacht. Große Fortschritte. Riesig. Dinosaurierartig. Hm, ziemlich einsam hier. Es ist ein Leuchtturm. Was hast du erwartet? Wie auch immer. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Barriere musst du diesmal selbst durchbrechen. Viel Spaß. Oh, Botsmann. Na gut. Eine kaputte Leuchtturmlampe. Sie ist auch noch Schrott. Hallo, wie geht's? Erinnerung, Ladung. So, Memento wäre gefertigt.
Das Memento ist, das war mir von Anfang an klar, dass es nur das Plüschtier sein kann. Und jetzt geht's los. Ideal sind wieder drei. Ja, gut, das ist jetzt diesmal nicht so schwer. Ja. Aber das wird auch noch heftiger. Keine Chance. Aber noch nicht. Jetzt. Und Zeitsprung aktivieren. Wohin gelangen wir jetzt? Ah, wir sind jetzt schon in seinem, ja, fortgeschrittenen Alter, sage ich jetzt mal. Ende 60, 70, sowas. Es kommt ganz gut hin. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir gerade sind. Wenn deine Operation bezahlt ist, wird noch genug übrig sein. Also mach dir keine Sorgen. Notlüge. So nennt man das doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher, wir können ein... Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich habe nachgerechnet. Ich weiß, wie es aussieht. Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River. Ich weiß, dass Anya dir viel bedeutet, aber das hier, das geht zu weit. Ich meine, sie ist nicht einmal... Weißt du, was mich glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Nun, ich weiß es. Ja, cool. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. River? Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du nach ihr siehst, jeden Tag, den du dort lebst. Besuch sie, sprich mit ihr, tröste sie. Ich will nicht, dass sie allein bleibt. Und was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist. Es ist ein Hase, wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Gut, und weiter? Du, River. Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Nun, möchtest du es hören? Ja. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Es heißt für River. Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel. Wer ist diese Anya, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in einem seiner späteren Erinnerungen sehen müssen. Schätze, er hat sein Versprechen letztlich doch nicht gehalten. Es sei denn... Es sei denn was? Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das hier... Zieht nur meinen Testosteronspiegel runter. Ich mach mich auf den Weg. Ich habe schon meinen Memory-Dings. Kommst du mit oder willst du noch selber weiterschauen? Wir gehen mit. Gehen wir einfach. Okay. Das war jetzt auch wieder ziemlich komisch.
Wer ist Anja und warum hat sie ihm nach dem Papierhasen ausgefragt und wieso will sie die OP nicht bezahlen? Wieso soll er das Haus weiterbauen und so viele Fragen. Das sind echt sehr, sehr viele Fragen. Und wie das hier alles weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und ciao, Leute.